Ladies and Gentlemen, liebe Nachbarn, liebe Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen hier. Ich bin Mr. Christmas, Stellvertreter vom Weihnachtsmann und vom Christkind. Die haben natürlich keine Zeit, dementsprechend musste ich das heute machen. Die Vorbereitung, viele haben es schon gesehen, haben 14 Tage ungefähr gedauert. Dementsprechend war die Zeit, die ich mir so eingeplant hatte, doch ziemlich knapp. Ich dachte erst, ich komme mit einer Woche aus, aber die innere Stimme sagte mir dann, mach mal lieber noch mal 2 Wochen raus und gut, dass ich das so gemacht habe. Sonst wäre es doch vielleicht stressig gewesen. Der Sturm hat mich etwas zurückgeschmissen. Gott sei Dank ist das meiste stehen geblieben. Ich habe zwischendurch, wo ich aufgebaut habe, schon den Spruch gehört, wer sowas macht, der muss verrückt sein. Ich glaube, da ist auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen was dran, nicht? Also entweder man liebt es oder man hasst es, hasst es zwar nicht, aber man mag es nicht und so weiter. Ich bin eben halt der Weihnachtsfan. Das kommt auch überwiegend aus meiner Kindheit her. Heutzutage gibt es Internet und Glitzer ohne Ende. Und früher zu unserer Zeit war es so, wenn man was Glitzerndes sehen wollte, dann musste man in die Stadt gehen. Und ich als kleiner 8-9-Jähriger mit Papa und Mama in die Stadt, und wo ging man denn dann hin? Da war die Firma Krümpelbeck. Und die Firma Krümpelbeck hatte damals, der Senior machte dann das Schaufenster, nicht nur eins, das waren 3, 4 Schaufenster, und das war die wahre Pracht. Das glitzerte und funkelte und sonstiges und so weiter, jetzt genauso wie hier. Und die Idee war eigentlich auch in mir und so weiter, den Kindern heutzutage auch mal wieder eine kleine Glitzerwelt zu zeigen, außerhalb der Stadt halt eben nicht. Da gibt es natürlich auch sowas und so weiter. Aber von daher rührt das eben und so weiter auch dieses Weihnachtsgefühl überhaupt zu haben. Denn ohne Weihnachtsgefühl braucht man sowas gar nicht erst anfangen. Wichtig ist für mich auch, dass bei dem ganzen Gedöns, was hier steht, eins ganz wichtig ist, und deswegen steht es auch fast im Zentrum, das ist die Krippe. Die Krippe ist eines der wichtigsten Teile unseres Weihnachtsfestes, denn ohne die Geburt Jesu kein Weihnachten und ohne Weihnachten kein Weihnachtsmarkt und kein Weihnachtsfest. Dementsprechend so gehört für mich vom Glauben her gesehen auch immer die Krippe als Zentrum dazu. So.